Hallo und willkommen bei Conny Canarias Land und Leute. Ja, heute bin ich mal hier in Vecindario unterwegs, ja, unser Nachbarort hier von Maspalomas. Ich nenne es auch Windy City, aber heute haben wir richtig Glück. Es ist nicht allzu windig hier, denn hier fegt der Wind also immer recht ordentlich. Und Vecindario ist ungefähr 18 Kilometer von Maspalomas entfernt. Ihr überreicht das ganz einfach über die Autobahn, wenn ihr mit dem Wagen unterwegs seid. Oder dann auch mit dem Bus. Und die Bushaltestelle, die habt ihr dann auch direkt am Einkaufszentrum. So, hier vorne haben wir den Haupteingang und hier nochmal der Name, Centro Comercial Atlantico. So, Parkplätze gibt es hier natürlich genügend, entweder hier oben am Eingang oder auch dann in der Tiefgarage. Und rundherum natürlich auch Möglichkeiten, irgendwas zu essen, wie McDonald's. Dann haben wir Pizza Reyes und Dennis Roy. Ich zeige euch das nochmal hier vorne. Und hier bei McDonald's gibt es auch einen McDrive. Also da könnt ihr dann durchfahren, rundherum auf der anderen Seite dann im Auto bestellen und mitnehmen. So, und hier ein paar Werbetafeln, was es denn hier gibt. Natürlich gibt es viel, viel mehr. Und wir haben hier auch das Cine Yelmo, also mehrere Kinosäle. Wenn ihr der spanischen Sprache mächtig seid, dann könnt ihr euch natürlich hier auch mal einen Kinofilm ansehen. So, und hier drüben haben wir das Flughafenhotel, so wird es auch genannt, das Hotel Elba. Das ist auch hier direkt an der Autobahn, 4-Sterne-Hotel. Also solltet ihr ankommen und wisst auf die Schnelle nicht wohin, hier bekommt ihr sicher immer ein Plätzchen, bevor es dann weiter in den Süden geht oder vielleicht sogar in den Norden der Insel. So, und hier sind wir im Dennis Roy, alles sehr amerikanisch gehalten, wie ihr sehen könnt. Hier die Stars an den Wänden, da hinten haben wir die Brooklyn Bridge. Also alles sehr Ami-like. So, und hier sind wir beim Pizza Reyes. Hier kann man sogar zuschauen, wie die gefertigt werden. Also da ist sogar Paniermehl mit dabei. Das ist irgendwas Besonderes. Keine Ahnung. Das sieht einmal aus wie Tomatensauce und die andere Hälfte ist wohl Barbecue-Soße. Hier die verschiedenen Zutaten und dann kommt das ab in den Ofen. So, dann gehen wir mal hier rein und dann könnt ihr euch hier mal ein bisschen umschauen. Da wir ja jetzt den Tag der Kanaren hatten, Dia de Canarias, werden hier noch kanarische Produkte angeboten. Machen wir doch hier mal einen kleinen Rundgang hier um die kanarischen Sachen, kanarisches Handwerk. Und da könnt ihr mal schauen. Schlüsselanhänger, ein kleines Mitbringsel
5 Euro kann man auf jeden Fall alles bezahlen. Wenn ihr da also noch ein passendes Geschenk braucht zum Mitnehmen oder für euch sogar selbst, dann kommt ganz einfach hier vorbei. Ja, Hüte. Und hier, das sind Lampen. Ohrringe. Armbändchen. Silberschmuck. Kerzen. Also es ist so alles vertreten. Das ist Makramee. Dann Taschen. Schuhe aufgepeppt. Tja, da seht ihr, was man mit einer Jeansjacke alles machen kann. Sehr schön. Und alles ist natürlich handgefertigt, hecho a mano, wie der Spanier sagt. Also das Passende werdet ihr hier sicherlich finden. So, ich gehe noch mal zur anderen Seite. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen. So, und hier gibt es das bekannte, ja, das ist eine Art Mandelgebäck, mit Turron wird das hergestellt. Gut süß, aber das gibt es auch nur hier. Turron de Gofio nennt sich das. So, und dann schauen wir mal, was hier noch ist. Hier haben wir Cristales del Mar. Meerkristalle, verarbeitet zu Schmuck. Hier zum Beispiel ein schönes Lesezeichen, die sehen doch richtig toll aus. 8 Euro. Voilà. Und das hier sind die kanarischen Symbole, die sind hier mit eingearbeitet in die Anhänger. Und das ist ein Abre Cervezas, also ein Flaschenöffner. Hier wieder Ohrringe. Das ist alles schön bemalt hier. Bemalte Flaschen. Schöne Sachen. Hier auch nochmal Schlüsselanhänger. Ja, und da steht: Se vive mejor en Cholas. Es lebt sich besser in Flipflops. Oder in Schlappen. Also wirklich schöne Sachen. Und hier seid ihr sicher, dass es also nichts vom chinesischen Markt ist, sondern das ist alles hier Handarbeit von den Kanaren.